Jetzt wieder das lästige Video. Überspringen. Ja, genau. Wir machen 15 Minuten Pause pro Spielstunde. Ich spiele seit 12:30 und ich hab's nicht gemacht. Du Lümmel. Ja, ich bin daran. Zu gut für Spastiken. Die sind nun online. Oh, nein. Doch. Oh. Das ist Operation Kingslayer. Hören Sie zu. Unser Einsatzgebiet ist Bolivien. Dichter Dschungel. Ist sie gedrückt halten. Werbung nervt. So. Kampagne fortsetzen. Ich habe eine Benachrichtigung. Wetten, dass ich online bin? Ladezeit. Da. Keine Online-Verbindung für ein Spiel mit Freunden gefunden. Komm, mal einfach Start. Mal offline. Kann ich das im Spiel eigentlich noch umstellen? Ja, ne? Ja. Okay. Ja, dann drehe ich jetzt erstmal offline meine Runden. Ich weiß zwar nicht, warum er es gerade hier nicht wirklich war. Naja. Falsche Uhrzeit. Ja klar, logisch, es sind alle zu Hause. Aber was soll ich machen? Das ist halt mit dem arbeitenden Volk. Tja. Was ist das? Ja. Boah, krass. Und das geht die ganze Zeit so schnell lädt. Okay, da kamen 30% dazu. Hätte ich mir jetzt noch einen Kaffee gekocht, bis das fertig ist. Das geht ratzfatz. Die Ladezeiten sind Hälfte von dem, was immer waren. So. Kannst du dir die FPS eigentlich anschalten? Ich fahre. Ja, ach, das geht. Play Overlay. Ja, das habe ich aus. Glaube ich. Dann solltest du das anstellen, wenn du das haben willst. Weißt du, mit was war das denn nochmal? Shift F2 und dann irgendwo in Settings. Wo genau geht's ja? Okay. Ich hab nur das Overlay nicht gewusst. Ja, okay. So. Ja. Mal gucken. So. Zack, tot. Du? Ich bin hier am Rumschleichen, wenn mich keiner sieht. Ups. Genau, ups. Genau. Aber ich muss aber das Spiel ein bisschen leiser drehen. Das geht mir ein bisschen auf die Ohren. Nicht nur die Musik. Du meinst, glaube ich, auf 35% oder so. Du bist ein Scharfschütze. Wer? Turm. Hallo? Ach, boah, jetzt ist aber... Wir gehen mal 50 runter. Ach, schon wieder so ein schwuler Hubschrauber. Leute. Hubschraub, schraub, 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 schraub. Ja, vor allen Dingen sind die ein bisschen ganz hässlich. Mit Raketen und Gatling Guns und so. Das ist... Boah, diese Musik muss ich jetzt ausmachen. So. Okay. So, jetzt ist gerade mal kurz auf 53 FPS abgesagt. Uah. Ui. 53 sind. Ja, ich kann ja jetzt mal den Overkill machen und mal auf Ultra schalten. Mach das Spiel nicht kaputt. Wie war das? Oh. Dafür ist die Beta da, ne? Mhm. War ich denn jetzt lang? G36. Sehr schön. Uah. Das ist natürlich immer noch kein Fahrsimulator 2017. Nee, ist halt sehr arcadisch, aber sie haben es geändert. Ich finde es jetzt noch schlimmer als vorher. Ich finde es besser, um ehrlich zu sein. Aber was sein kann, du musst deine Lenkempfindlichkeit müsstest du wahrscheinlich ziemlich runterdrehen. Wollte ich gerade sagen, die wird es wahrscheinlich sein. Das hat man ja gerne mal bei solchen Spielen. Einstellungen. Hallo, Einstellungen. Tastatur und Maus, Steuerung.
Empfindlichkeit. Lichtempfindlichkeit. Jo, wie viele Waffen habt ihr denn noch? Habt ihr alle einen Arsch auf? Okay. Wenn ich dir jetzt sage, dass man nur die Ziel- und die Sichtempfindlichkeit einstellen kann. Hab ich gemacht. Aber ich habe alles aufs gleiche Niveau eingestellt. Aber meine Sichtempfindlichkeit beim Fahren ist ein bisschen... Ja, mal gucken, ob das das ist. Bei Sichtempfindlichkeit für mich ist das ja kein Sehen. Ja, nee, nicht wirklich. Na ja, gut. Dann fahren wir da erstmal hin. Ach ja, genau, das ist ja das Ding. Ups. Controller weglegen. Ach, ich sehe mal hinlegen. Was willst du dir hinlegen? Ich hab mich hingelegt aus Versehen. Zack, oh, Genickbruch. Ah, das klang eklig. Fuck, verdammt. Na. Excuse me. Das Ziel nicht. Schalt einfach drauf. Oh, die Waffen sehen noch wesentlich besser aus. Texturen sind schöner geworden. Alarm an. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort. War ich schnell genug. Stillhalten. Okay, okay. Komm mal hier, komm mal bei mich bei. Und plopp. Kann ich hier noch näher irgendwie hinrutschen? Ne, kann ich nicht, der große PC ist im Weg. So. Gern dort ein Teil. Ich drück immer C, ey. Woher habe ich das denn wieder? Die Drohne ist oben. Für was denn? Um dich hinzuknien, oder? Ja, richtig. Ich hab immer Steuerung knien gehabt, deswegen passt das für mich. Maschinenpistolen. Was hast du denn da Nettes? Geh in Position. Oh, eine MPX? Sehr schön. Kann loslegen. Mit einer Airgun oben drauf. Na, herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. So. Hauptsache mit 9mm zum Snipern haben. Ja, natürlich, klar. Wie ein Battlefield, weißt du doch. Ja, konnte ich die Drohne... Ach ja, genau, Y. Mann, echt, ich will ja echt wieder reinfuchsen ein bisschen. So, mal gucken, ob das in die Wandlehnen hier auch besser gelöst ist. Ne, nicht wirklich, okay. Finde ich schon, weil es einfacher geht und vor allen Dingen du dich in so einem Stehen anlehnen kannst. Und ich endlich mal happy bin, dass es mal ein Spiel ist, was das irgendwie so, nennen wir es mal, ansatzweise realistisch gestaltet hat. Ich würde sagen, ich wundere mich, warum ich hier voll reinrattere. Ja, ich habe vergessen, auf Halbauto umzuschalten. Oh, das geht zwischendurch trotzdem meine Knie hier oben. Damit die Rebellen den Nachschub finden. Vielleicht muss ich doch ein paar Sachen runterdrehen. Waren auch noch irgendwo Vorräte, ne? Eine Beta auch gefunden. Das sind definitiv keine Vorräte. Okay, der Bullet Drop von der 9mm ist natürlich, ja. Du kannst auch Steine schmeißen. Wolltest du widerlich sagen? So ein bisschen, ja. Ey. Meine. Nicht schlecht. Das war's mit dann. Die magische Frage ist jetzt, wo ist dieser Kack? Schau mal. Oh, PP 19. Achtung, Narko mit Maschinenpistole. Neben der Sandsackstellung. Länder.
Nehmen wir mal der G36 mit. Die Schaden. Das ist übrigens schwer lächerlich, was man macht mit den kleinen Magazinen. So, erstmal den Typen im Wachturm umgelegt. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Und die drehen sich hier alle panisch um und gucken nach oben. Na klar. Er ist auf der Adol gefahren. Nur zu. Langs dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Beeilen Sie uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn wir ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Bitte? Vielleicht auch nicht. Das ist doch kein Krankenhaus hier, das sieht ja aus wie eine Leichenhalle. Und noch keine menschenmedizinisch behandeln. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Dann nehme ich dir mal die M40 hier weg. Wieder wechseln. So, befreien Sie einmal. Wir lieben gerne erst diesen Punkt hier unten auseinandernehmen würde. Los, das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Snipe ich weg. Ich sehe ein zweites Ziel. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und das war's. So, okay. Och du Scheiße, droppen die Bullets. Ach du Kacke. Haben sie ein bisschen geändert, ja? Aha. Ich sitze hier gerade mit einem Scharfschützengewehr und auf 400 Meter habe ich 4 Mildarts. Was mehr oder weniger Sinn und Zweck des Visiers ist, aber wenn man bedenkt, dass das nur 5,5-facher Zoom ist, ist das ein bisschen schwul. Ja, das ist ein bisschen unvorteilhaft, das stimmt wohl. Vor allen Dingen mit einer Knarre, die Napur erschießt. Jo. So, einmal Konzentration. Ein anderer Honk da drinnen. Der sollte vielleicht auch mal rauskommen. Eröffne Feuer. Wir haben sie aufgescheucht. Wo ist der Drohnen-Jammer? Meine Fresse, und der letzte Honk im Gebäude? Er versaut meine Güte. Tango getötet. So. Hier ist alles sauber. Headshot. Oh, neue Autos haben sie auch. Ich glaube, ich habe gerade eins gesehen. Neue Autos? Nee. Nee? So. Na, wollte gerade sagen. Fuß doch auch, wenn ich eh gedrückt halte, Mann. Nein, werden wir nicht. Ah, nerv. Hä? Ach, Radio.